Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Maus, ist nicht schlimm. Ist alles beim Alten. Das ist die Geschichte einer Freundschaft. Sie beginnt mit Geld. Oder eigentlich beginnt sie mit Geld, das wir nicht hatten. Mein Freund Frankie war verschuldet bei dem Silberrücken Alcatar. Das war nicht komisch. Willst du sterben? Nö! Ich musste für diesen Silberrücken auch noch arbeiten. Das ist keine schöne Arbeit, aber... Nenn mir einen, der keine Probleme hat. Wenn du weitermachst und an das Glück glaubst, dann passiert etwas völlig Unerwartetes und die Sache dreht sich wieder. Und dass einige dieser Stadtgorillas in 48 Stunden nicht mehr im Leben sein würden, war so nicht geplant. Was hast du gesagt? Nichts. Wir machen unser eigenes Geld. Das sieht perfekt aus. Es ist perfekt. Jeder braucht Geld. Verkauf das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Das ist eine verfickte Kriegserklärung. Rede nicht so mit mir, der kleine Conti, was hört doch alles mit. Muss der Chef hier alles wissen? Hier gibt's keine Geheimnisse. Ihr habt doch Frauen, oder? Ihr wisst doch, was passiert. Nee? Und auf einmal hörst du... Die Tasche ist weg! Was hast du gemacht? Ist das Geld hier? Wäre es eine gute Idee, das Geld hier zu lassen? Nein! Das Geld ist woanders. Wo denn? Woanders! Alle voll den Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, es ist viel zu lange her. Nimm deine dreckige Schlampe und verpiss dich! Nenn sie nicht Schlampe. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wieder kommen. Man darf nicht in die Knie gehen. Das ist Berufsrisiko. Manchmal muss man genau das machen, bevor man am meisten Angst hat. Ist er jetzt schon tot, oder was? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt kannst du ein Lied machen, du Gangster. Yeah. Ich habe an nichts anderes gedacht all die Jahre. Hab mich krank gemacht. Was passiert ist? Was wir angerichtet haben. Er hat nach dir gefragt. Er ist dein Bruder, verdammt. Wie war Mama eigentlich so? Ist so lange her, Jona. Ist so lange her. Ich hab geträumt von einem Engel, der mir hilft einzuschlafen. Ich will die nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Diese Pillen, dieser ganze Scheiß weg. Jetzt krieg dich mal ein. Wie geht's dir? Ich bin gerade ein bisschen mit Sterben beschäftigt. Ich hab dich noch nie gesehen. Du stehst hier auf einmal auf der Matte. Ich möchte nur helfen. Für mich bist du tot. Soll das so bleiben? Anke, wo willst du hin? Ich glaube, ihr müsst erst mal was klarkriegen in eurer kleinen Familie. Du hast sie nie geliebt. Das ist nicht wahr. Wahrheit! Sag mir die Wahrheit! I once knew a girl that loved the ocean. Ich hab dich abgehalten von deinem Leben. Was redest du? Ich hab dich abgehalten. Wenn du sterben willst, dann musst du es Leben zulassen. Wenn es nur für einen Tag ist. Anakin Powerin. Halb Mensch, halb Pferd. Vielleicht ist es an der Zeit, dem Pferden was zurückzugeben. Ostwind. Ich hatte schon wieder diesen Traum. Nackt auf dem Schulhof? Den habe ich auch immer. Wir haben das Einhorn gesehen. Ich hätte sie fast gehabt. Es sah aber nicht so aus, als würde sie freiwillig zu dir kommen. Und was macht die hier? Ist das dein Wald oder was? Ja, irgendwie schon. Ja, dann tut's mir leid, dass ich nicht geklingelt habe. Wo sind denn eigentlich alle? Der Kredit ist gekündigt. Was ist mit diesem Wunderpferd, das du gekauft hast? Ostwald oder Südpol? Nordwand? Ostwind. Das wäre doch was. In 2 Wochen fällt Kaltenbach an die Bank. Ja, irgendwas wird man ja wohl noch tun können. Ein Turnier. 50.000 Euro Preisgeld. Wie genial ist das denn? Springen?
kannst du schon. Im Geländereiten machst du dauernd, es bleibt nur noch Dressur. Dressur. Was habe ich ihm beigebracht? Ist doch auch Dressur. Dressur ist so ziemlich das Gegenteil von dir. Und wenn wir ein Deal machen? Und der wäre? Ich helfe dir, dein Pferd einzufangen und du hilfst mir, meins fit zu bekommen. Du verstehst Pferde auch nicht wie ein Mensch, sondern wie ein anderes Pferd. Was machst du jetzt? Mach's auf meine Art. Dressur ohne Trense? Das geht doch nicht! Das ist erst der Anfang, Chicas. Nun werden wir Zeugen, wie die Letzte aus dem Kreis des Blutes erstrahlt. Aber warum hab ich es? Was, du meinst, es passiert? Wieder? Wir wurden jahrelang darauf vorbereitet. Sie hat nicht den leisesten Schimmer. Alle Augen werden auf dich gerichtet sein. Du bist der Rubin. Aus die ässliche Entlein haben wir gezaubert. Eine Schwarm. Das ist Gideon de Villiers. Gwendolyn ist definitiv nicht mein Typ. Hände weg von Gideon! Was bist du denn für einer, Edelsteinmann? Der Härteste. Der Diamant. Schon wieder eine Zwanghafte. Das geht nicht gut, wir müssen Timo wenigstens in ein anderes Zimmer verlegen. Muss ich. Haben Sie Schiss? Weil die anderen nicht wollten, dass ich herkomme. Der kommt aus der Geschlossenen. Krasser Typ, oder? Ich verlasse mich darauf, dass du keinen Unsinn machst. Wir fünf, wir werden über Weihnachten zusammen hier sein. Das ist eine spezielle Situation. Spürt ihr es nicht? Wie euer Inneres sich öffnet und ihr bereit werdet zu sprechen. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt? Scheißgeschenke. Was ist denn gut? Druck. Vielleicht komme einfach nächstes Jahr zu euch. Muss das hier wieder schwer machen, ja? Mega Druck. Wenn ihr mich nicht mitnehmt. Du ziehst das jetzt durch hier. Lach. Ja. Und Weihnachten scheiße, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich fand Weihnachten als Kind eigentlich ganz schön. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. Sie haben den Alkohol aus meinem Geschenkkorb. Ich frag die Vier jetzt, wer das war. Die machen einen Spaziergang. Allein? Naja, zu viert. Sie haben Timo mit Vier hier allein gelassen. Ich fühle eigentlich nichts. Du bist so ein Opfer, du musst dich wehren. Du darfst! Du darfst nicht! Dr. Wolf macht hier, was er will. Der Junge ist ja nicht tragbar mit seinen Gewaltausbrüchen. Wie sollen traumatisierte Jugendliche schon angemessen reagieren? Wo sind wir denn hier? Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Tada! Ein Weihnachtspimmel für den Baum. Kannst du nicht einfach mal die Fresse halten? Nein, kann ich nicht. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.